Hi, ich bin der Günther, ich war's deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge sind wir einfach rumgelaufen, hatten einen nicht unbedingt überzeugenden Encounter. Ich muss erst wieder lernen, welcher Knopf was ist. Und ja. Geil. Also das mit den Knöpfen ist echt toll, weil man gleichzeitig Pokémon Emerald und Team Himmel spielt und die einfach unterschiedliche Steuerungen haben. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie es heute weitergeht. In den letzten Folgen, okay, teilweise hatte ich knappe Situationen, aber es war jetzt noch nie so, dass wirklich alles außer Kontrolle geraten ist. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Jetzt erstmal die Route fertig machen heute. Vielleicht, ich weiß gerade gar nicht, wenn in der nächsten Stadt noch eine Arena ist, könnten wir die vielleicht heute schaffen. Also ich auf jeden Fall heute, weil ich zwei Folgen aufnehme, aber... Komm. Ich habe überlegt, ob ich Bulbi oder Günther nehme, aber im Moment in der Walross-Edition ist Bulbi wichtiger. Letztes Mal ja auch die Situation, dass Fragezeichen-Man sich durch den EP-Teiler von Bulbi selber zum schwächsten Teammitglied degradiert hat. Ja. Das war auch toll. Also, schöne Erfahrung. Wer hat überhaupt im Moment einen EP-Teiler? Tyrann, oder? Wird jedenfalls Sinn machen, der braucht ja auch mit Abstand am meisten zum Leveln. Jetzt muss ich wieder lernen, wie man rennt. Ah, okay, damit wäre das auch geklärt. Okay, Fragezeichen, man hat das im Moment. Das hier ist die Safari-Zone. Bringt mir auch eine Gelegenheit, ein Pokémon zu fangen, also... Welche Stadt war das? Wetten, ich hab's schon übersprungen. Also ich weiß... Alter, kann man nicht anders... Okay, doch nicht, das ist die Stadt voraus. Na dann, ich hab nicht geguckt, wer an zweiter Stelle steht. Ich schlauer Mensch. Na dann mal hoffen, dass es wer Passendes ist. Oh, das sind keine schwachen Gegner. Ah, Fragezeichen, man hat nicht so viel HP. Was hat der eigentlich im Moment im Moveset? Also ich würde sagen, Gengar kriegt das. Ah, der hat nicht mal mehr Unlichtattacken. Du hast Unlicht, oder? Ja, du bist in dem Matchup, glaube ich, ziemlich gut. Obwohl, nee, Boden gegen Gestein. Wenn das Ding Erdbeben kann, das eine, dann bin ich ja mal komplett im Eimer. Das ist nicht nett. Okay, du kannst auch Biss. Und... Oh Gott, das boostet sich. Und das hat ein höheres Level als das andere Viech. Hoffen wir, dass der Donnerblitz schon mal dem Gengar schön was drückt. Ansonsten wird das hier echt sehr problematisch. Nein! Als ob! Ja, okay, das war nicht... Guter Konter. Ich würde sagen, keine Quick Attack. Mann, ich habe halt eigentlich auch nicht die AP, aber... Ich will halt schon mit Günther voll auf das andere Viech gehen können. Und meine anderen... Attacken treffen nun mal nicht. Auf Gengar von Steckdose. Das habe ich nicht gedrückt. Fragezeichen, man, hat der den EP-Teiler? Ah ne, der war gerade drin, nicht schlauer Mensch. Mach bitte viel Schaden. Okay, das Ding hat einen. Ja, es hat einen Fokus verloren, das Scheißteil. Ist nicht sehr effektiv, aber juckt nicht. Reicht nicht mal, aber das reicht.
Okay, Steckdose hat zwar ein bisschen was eingesteckt, aber jetzt nicht in irgendeinem bedrohlichen Bereich. Das ging ganz gut aus. Hätte auch schlimmer sein können. Trotzdem denke ich mir, habe ich vielleicht irgendwie noch einen normalen Trank, habe ich, den gebe ich mal hier dir gerade. Ansonsten, super Trank, hier kriegst mal einen. Und nee, tatsächlich hat Fragezeichen-Man den EP-Teiler. Ich denke auch, ich bin zwar relativ auf demselben Level wie die Gegner schon seit einiger Zeit, trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass ich bald einen EP-Teiler einfach mal weglasse. Das erhöht noch ein bisschen die Spannung dann. Oh, Zink immer gut. Gleich mal benutzen. Zink ist Special Defense. Komm, Steckdose. Man merkt, glaube ich, schon, dass das irgendwie so mein Lieblingsteammitglied ist im Moment. Falscher Knopf. Hier kann ich zerschneiden. So. Na toll. Eine Geheimbasis. Wer mag die Dinger? Wer nutzt das? Ein wildes Pokémon. Mein Encounter auf dieser Route war kacke. Du wärst aber... Okay, naja. Ich glaube, das hätte ich zumindest noch gefangen, muss ich sagen. Ich weiß, dass Kramchef ganz gut sein kann, aber... Ja. Stell mal Tyrann an zweite Stelle. Boden-Pokémon sind halt in der Situation dann sehr mies, aber... Ja, das hatte ich ja auch schon gesehen, dass es das hier gibt, aber... So, nächster Doppelkampf. Von denen gibt es relativ viele hier in dem Spiel, kann das sein? Nicht, dass ich was dagegen habe. Oh, 6 Pokémon. Okay. Okay, ja, okay, die Level sind low. Ich wollte gerade schon sagen, ist ja, ey, das sind nicht gerade schwache Pokémon. Ich habe einen Sandsturm vergessen, ist jetzt für Steckdose halt ein bisschen belastend, aber... Ach, Rock Slide trifft beide. Nein, tut's nicht. Das Ding überlebt nämlich nicht. Aber würde theoretisch beide treffen. Okay, trifft jetzt sogar beide. Ich dachte, dass der erst in der nächsten Runde einwechseln kann. War ein guter Switch. Ah, Absolus ausgewichen. Oh Gott, das sollte besser nicht abfeuern. Das wäre nicht praktisch für mich. Die Gegner werden auch beide getroffen. Das ist halt an Despota echt so die Sache. Oh Gott, meine Ich muss gleich mal, wie auch immer, Elixier heißt's. Okay, es ist tot. Ich weiß nicht, ob Doppelkick und ein Treffer mit der Steinkante, ist es, denke ich, auf Deutsch gereicht hätte, aber lieber kein Risiko eingehen. Ropi. Überlebt das überhaupt die Steinkante? Also ich sag jetzt, dass es Steinkante... Weil ich denke einfach... Boah, willst du mich jetzt komplett verarschen? Dann wechsle ich mal Steckdose aus. Der hat einfach nicht mehr die gescheiten Attacken. Auf Deutsch Donnerblitz. Das ist so das größte Problem bei dem. Der hat wirklich eine starke Attacke. Mal eine schlaue Frage. Was ist nochmal seine 4... Ah, Sand Attack. Also, wir haben Hydropie und Magneton. Hier, du darfst da auch mal rein. Sache ist, die Erdbeben trifft halt, glaube ich, alle. Warte, trifft Intensität auch alle, ist halt die Frage jetzt.
Das wäre die Frage, die ich hätte. Weil Tyrann würde davon schon was abkriegen, sage ich mal, wenn es ihn trifft. Ja, das macht nicht so viel. Da schon mehr. Vor allem lohnt sich das überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob Magneton Schwebe hat. Immer dieselben Kackfragen in dem Game. Naja, lohnen wird sich, denke ich, trotzdem. Ja, wird die... Ah nein, stimmt. Es wird niemand außer Pichu getroffen. Magnitude... Ach komm, scheiß drauf, wird schon nicht one-hitten, ne? Ist zwar unnötig as hell, aber wird schon nicht one-hitten. Okay, ist nicht mal so unnötig. Nur die 6. Und jetzt erstmal die Frage, trifft's überhaupt Tyrann? Ja, tut's. Aber wie man sieht, ich sag ja, wird schon nicht one-hitten. Das hat nicht so viel gemacht. So. Gewonnen. Nochmal hier Pokémon. Ich stelle jetzt auch mal hier dich nach vorne. Danke. Das perfekte Item für eine Randomizer Nuzlocke. Ein Beleber. Moin. Ein Rentner will kämpfen. Aha, er sagt, er ist sehr selbstsicher. Dann gucken wir mal, wie selbstsicher du bist. Du hast ein Pokémon, willst du mich fahren? Oh, natürlich! Natürlich ein Wasser-Pokémon! Ist was. Vor allem Wassereis. Der einzige, der sehr effektiv wäre, ist Steckdose. Und den will ich da jetzt ehrlich nicht reinschicken, eigentlich. Das ist belastend. Wisst ihr, was Belastendes? Ich belaste jetzt einfach mal. Schade, ich hab tatsächlich gehofft. Nein? Das dürfte eigentlich reichen und dann kann mir auch der Abgesang egal sein. Boah, gibt das Ding Erfahrung. Ich hab halt wirklich voll Angst in so einem Run. Vor Abgangsbund. Vor allem bei, wenn Pokémon eine höhere Initiative hat als meine. Wobei ich sagen muss, dass... Obwohl, ja, okay. Nee, nur weil ich so oft mit Steckdose liede, heißt das nicht, dass meine Pokémon damit kein Problem haben. Speed erhöhen. Hier, der hat nicht unbedingt ein Problem, weil der wird wenig outspeedet, der auch nicht. Aber alle anderen können schon leicht mal outspeedet werden. Hier, du kriegst mal Speed hoch. Ich bin wirklich gespannt, wie das noch weitergeht. Wie genau steht... Ah ja, ich wollte ja auch... AP. Obwohl... Ich denke halt, ich bin schon ziemlich weit auf der Route. Ach komm, ich nutze doch sonst eh nie die AP-Heil-Items. Kann ich auch mal eins raushauen. Pulli, Max... Ja, habe ich auch was... Ja... Das war sogar alle. Lel, habe ich gar nicht genau gelesen. Das hier ist das, was einen Einzelnen macht. Ja, ich will halt keinen Supertrank. Habe ich, Oranberry, ja. Auch Citru? Nö. Ich will halt keinen Supertrank dafür verwenden. Nein. Ja.
So, und jetzt kann ich mal wieder mein Lieblingsteammitglied nach vorne stellen. Und am besten gleich mal gucken, an zweiter Stelle Tyrann ist mir nicht so recht, muss ich sagen. Komm hier, du Bulbi. Vielleicht erstmal hier hoch. Und was genau bringt mir das jetzt? Ich spam gerade überall den Button, falls hier ein unsichtbares Item ist, aber irgendwie nicht. Hallo? Ich drück halt den Button, hier ist was Unsichtbares. Oder ist das eine Wand? Muss so sein. Oh, das war eigentlich nicht der Plan. Er sagt, seine Pokémon haben noch nie verloren. Hier bitte den Meme einfügen, I'm about to end this man's whole career. Weil das bleibt nicht so. Fakt ist, Doppelkick muss raus. Blitzer kann physisch nix. Quick Attack eigentlich auch sehr sinnlos. Ja, es macht natürlich noch den Kack-Move. Ich hab die Hoffnung, dass Double Kick jetzt reicht. Hätte es. Das hätte gereicht, sehr sicher. Fakt ist trotzdem, bringen tut's dir nicht viel. Außer, dass du mir mehr AP ziehst. Weil das Miltank ist raus. Wer kommt jetzt? Formeo. Was willst du denn mit dem Scheißteil? Das habe ich auch immer noch auf meiner Box und ich weiß jetzt schon, wenn ich nicht gerade keine anderen Pokémon mehr zur Wahl habe, werde ich das Ding nicht benutzen. Mich wundert es gerade ehrlich gesagt, dass das überlebt hat. Komm, Freeze am besten. Ach nicht? Wow. Und schon sind die AP wieder relativ low von Donnerblitz. Das ist halt der Punkt, dass das Ding nur eine starke Attacke hat. Andererseits, was für starke spezielle Attacken kann denn bitte ein Blitzer lernen? Ich denke, ich gehe mal doch vom ersten Slot. Hier, komm. Günther darfst. Oder? Günther oder Bulbi? Komm, Günther hat gefühlt länger hier nichts mehr gemacht. Ja, die ist auch sehr gut drauf. Sagt 5 Trainer am Tag besiegen. Ich bin jetzt Nummer 5. Ey, komm! Erstens Pflanze gegen Wasser. Und wie lustig wäre es bitte gewesen, wenn ich Bulbi genommen hätte. Oh. Aber wie lustig wäre es bitte gewesen, wenn Bulbi an erster Stelle gewesen wäre. Ja, macht schon Damage, habe ich auch mit gerechnet, aber ich mache mehr. Deswegen ist es gut, dass ich Aerial Ace reingenommen habe, also Aero Ass. Was bist du nochmal? Okay, damit habe ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Ich habe an irgendwas aus, Scheiße, wie heißt denn das Ding? Ich denke die ganze Zeit an Lashoking, aber ich weiß, dass es das nicht ist. Mann, wie heißt denn das Kackviech? Bummels, Bummels aus der Entwicklungsreihe. Daran habe ich gedacht. Bummels, Mundtier und... Wie das letzte heißt, weiß ich nicht. So, war's das dann mit der Route, oder? Falscher Knopf zum Sprinten. Und ja. Ja, das war's mit der Route. Erstmal kurz heilen gehen, AP und die paar KP, sowas wiederherstellen. Ja,
Also, das erste, was ich mal mache, hier ist Contest Hall. Irgendwo hier, oder? Von einem von euch. Genau. Ich will nicht mitmachen, ich wollte nur die Pokebox da haben. Und damit, bevor wir die Stadt erkunden, hui, da mache ich jetzt mal Speed rein. Oh, dich habe ich ganz vergessen, sorry. Lel, die habe ich ja echt nicht bekämpft. Ja, wirkt jetzt auch nicht gerade wie der stärkste Gegner, den man haben kann. Sag ich mal. Gut, gut, gut. Oh Gott, Mann, critte doch nicht. 69. Der crittet einfach, der Keks. So, hast du davon. Günther kriegt ein Level up. Für Bulbi reicht's nicht, aber für Vulko. Oh, der will auch Rock Slide. Du hattest doch noch, oder? Ja. Ich nehme hier Takedown raus, also Risikotackle. Ja, dafür standest du mir jetzt im Weg, oder? Hier auf der Route habe ich aber auch anscheinend nichts Gutes möglich gehabt zu bekommen. Also, da hatte ich ja gefühlt mit Magnine schon das Beste. Alter, ja, mit dir. Aber ich habe mir halt auch gedacht, vor allem, weil ich auf der Route davor Pfiffchen hatte, gesagt habe, wenn jetzt Pfiffchen kommt, dann muss ich ganz weit los. So. Ich weiß, dass man hier auch irgendwie Items finden kann, aber ich habe keine Ahnung, wo. Da werde ich jetzt auch mich nicht drauf fixieren, sondern auf meinen Encounter. Wenn ich's krieg, fange ich's aber nutzen auch wieder. Ich habe gar nichts. Moin. Ich habe keine Ahnung, was bringt. Ich hoffe einfach, irgendwie glaube ich, das wird nichts. Warum war es auf einmal drin? Ich habe jetzt mich vorbereitet, dass das Ding entweder flieht oder ich 20.000 Bälle werfen muss. Weil es beim ersten Mal ja nicht einmal gewackelt hat und jetzt auf einmal. Nenne ich dich. Good old times, würde ich sagen. Wer kennt die guten alten Beyblades noch? Waren früher auf dem Schulhof immer der Bringer. Jetzt bräuchte ich hier noch ein bestimmtes Rad, Alter. Hier kann man sich erholen. Was zur Hölle bringt das? Man hat ja nicht mal Pokémon dabei. Bringt halt irgendwie nichts, aber YOLO. Ich renne einfach rum und gucke, ob ich irgendwo ein Item finde. Obwohl, nee, war das Problem nicht, dass hier sogar irgendwo in der Safari-Zone eine VM war. Was hätt's denn hier? Oh, das hätte ich nicht so schlecht gefunden, sage ich mal. Was ist denn das für ein Sprite? Der ist ja sauert. Bin wieder im Eingangsbereich. Ein Tropius. Habe ich, bevor ich zum ersten Mal wirklich gespielt habe, mir immer gedacht, boah, das will ich mal spielen. Aber als ich dann realisiert habe, dass das Ding halt richtig kacke ist,
ist es nie was geworden. Oh, Weilord. Das hat sich jetzt ja gelohnt. Nach der Safari-Zone endet dann aber auch, wie man an der Zeit sieht, die heutige Folge von Pokémon Emerald. Auf welchem Knopf war mein Fahrrad? Das nutze ich nicht. Ich wollte den Ball gar nicht werfen. Lel. Ja, okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. Wie zum Fick siehst du aus? Bist du Satan oder was? ja. Wir sehen uns hier wieder. Keine Ahnung, ob es hier eine Arena gibt. Wenn ja, mach mal die. Bis dann und ciao. Ich kümmere mich mal um das Pinsir.